Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, ja, und dass genau du da bist und seid alle herzlich gegrüßt hier auf dem YouTube-Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Ich bin Engel Christiane und ich bin die Enkeltochter von Gottvater und im himmlischen Recht die Tochter von Jesus Christus, seinem Sohn. Ich bin der zweite von insgesamt 6 Erdenengel in Menschengestalt, die von Gott Vater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf dem Weg zu meinem Großvater zu begleiten und zu unterstützen und so zurück in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein, und damit auch in ein glückliches, erfülltes und freies Leben zurückzuführen. Ich bin auch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin. Wer von euch möchte, kann sich auf seinem Weg mit Reiki, einer persönlichen Kartenlegung oder auch einem persönlichen Coaching unterstützen lassen, wodurch man in seiner persönlichen Entwicklung schneller voran und damit auch in der vollständigen Heilung schneller ankommt. Die für meine Legung heute verwendeten Kartendecks sowie auch meine Homepage und E-Mail-Adresse habe ich in der Infobox hinterlegt. Wenn du also rechts neben dem Titel, Videotitel oder unterhalb auf dieses kleine Wörtchen mehr klickst, dann geht diese Infobox auf, wo du alles einsehen kannst. Du findest hier auf diesem YouTube-Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike mit meinem Großvater erstellt und erarbeitet hat. Und an dieser Stelle rate ich, wie immer, jedem Einzelnen in seinem eigenen Interesse dringend an, sich all diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und sie auch umzusetzen. Und mein besonderer Hinweis geht auch wieder auf die 10 Gesetze von Gottvater und seine Gebote. Du findest auf diesem Kanal auch kostenlose Kollektivlegungen über die Zwillingsseelenverbindung. Doch eine kollektive Legung ersetzt niemals eine persönliche Legung, weil eben in einer persönlichen Legung deine eigene Energie eingefangen wird. Und darüber hinaus erhältst du in einer persönlichen Legung auch zusätzliche Botschaften von meinem Großvater für dich, die du in einer kollektiven Legung eben nicht erhalten kannst und wirst. Wichtig ist bei einer kollektiven Legung, dass du dir nichts passend machst, was nicht passend für dich ist. Spüre und höre immer gut in dich hinein, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Ob das nun ein Wort, ein Satz, ein kleinerer, größerer Teil oder auch die ganze Legung ist, spür einmal rein. Es kann auch sein, dass du gar nicht mit dieser Legung in Resonanz gehst. Und beim nächsten Mal ist das vielleicht schon wieder ganz anders. Allein aufgrund dieser Tatsache ist eben eine persönliche Legung immer besser für dich. Rede dir nichts schön und leugne nichts weg, denn damit schadest du nur dir selber. Du würdest dich dadurch in deiner Entwicklung blockieren und schlimmstenfalls kommst du vollständig zum Stillstand, was fatal wäre für dich. Personenkarten sind in einer kollektiven Legung geschlechterneutral. Das heißt, wenn hier gleich ein König fällt, kann das genauso gut eine Frau darstellen und umgekehrt. Meine Videos sind alle zeitlos und sie haben immer dann Bedeutung für dich, wenn du ein Video von mir angeklickt hast oder wenn dich ein Video von mir gefunden hat. Die Karten deute ich nach der Bedeutung der einzelnen Karte, aber nicht ausschließlich, sondern ich erhalte während der Legung auch Botschaften von meinem Großvater, die ich dann ebenfalls ausspreche, und zwar genau so, wie ich sie reinbekomme.
also auch in der Tonart, die ich von meinem Großvater mitbekomme. Und ich sage das immer als Vorwarnung, denn mein Großvater ist nicht nur lieb und gütig, sondern er kann sehr wohl auch sehr bestimmend, sehr böse und auch sehr wütend werden. Und zwar immer dann, wenn ein Mensch sich gegen seinen Willen und somit auch gegen den eigenen Seelenplan stellt. Denn alles im Leben läuft genau nach diesem Seelenplan, der quasi das Drehbuch deines Lebens ist. Zufälle sind eine Illusion des Menschen, denn in Wahrheit gibt es keine Zufälle. Wenn euch mein Video, meine Legung oder mein Kanal gefällt, bist du immer herzlich eingeladen, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Wenn du das tust, vergiss auch nicht, die kleine Glocke zu drücken, denn dann wirst du automatisch von YouTube über alles Neue auf diesem Kanal informiert. Ich freue mich aber auch über ein Like oder auch einen Kommentar von dir, der natürlich kostenlos ist, als Zeichen deiner Wertschätzung mir, meiner Arbeit, aber auch als Zeichen deiner Wertschätzung meinem Großvater gegenüber. So, dann wollen wir mal schauen, was sich heute für uns alle hier darstellt. In dieser kollektiven Legung. Die Karten sind bereits vorbereitet. Und ich bitte nun meinen Großvater, welche Botschaften sollen heute hier ausgesprochen werden. Was ist wichtig für das Kollektiv? Da haben wir schon die 10 der Kelche, den Buben der Stäbe. Ja, mal weiterschauen, was noch kommt. Die Karten brauche ich noch, Großvater. Was sollte hier heute unbedingt gesagt werden? Ausgesprochen werden. Ja, Großvater. Welche Karten sollen hier noch dieses Bild, das Legebild, komplettieren? Ja, einen Moment, da muss ich mal eben tiefer greifen. Da war was runtergefallen. So, Großvater, ich brauche aber noch weitere Karten. Was sollte hier heute noch ausgesprochen gesagt werden? Ja, schon mal auslegen. Noch 3 Karten hätte ich gerne. Ja. So, dann habe ich erstmal genug. Ja, dann muss ich mal schauen. Dann haben wir hier noch den Herrscher, die 10 der Münzen. Und dann sind noch 2 weitere Karten gefallen, die 3 der Kelche und die Sonne. Und so, jetzt schaue ich mal, ob ihr das alles gut sehen könnt. Jetzt ist es so, am unteren Kartenrand haben wir die Mäßigkeit, die zugrunde liegende Energie für die heutige Legung. Genau. Und dann hätte ich gerne noch weitere, also noch eine, ja, wie mache ich das jetzt?
Ich hätte noch gerne eine Information zu dem Buben der Stäbe. Also ich sehe ja keinen König, 10 der Kelche, die Ass der Kelche, 8 der Münzen, die Gerechtigkeit. Ich möchte gerne den Großvater, den Buben der Stäbe, klären. Um wen oder was handelt es sich bei dem Buben der Stäbe? Also da sind einige Karten gefallen, die aber auf eine Situation hindeuten, sodass ich davon ausgehe, dass der Bube der Stäbe eine Situation darstellt. Und ja, ich nehme mir jetzt gerade mal ein paar Sekunden Zeit zum Reinspüren. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, es stellen sich eigentlich sehr schöne Karten hier heute dar. Aber du liegst nicht mit einer Karte hier in dem Kartenbild heute. Es ist eine Situation, die sich hier darstellt und die sich um eine Herzensangelegenheit rankt. Du möchtest in einer Herzensangelegenheit in den Frieden kommen. Du möchtest dich im Inneren und im Äußeren wieder harmonischer fühlen, als es wohl bislang war. Du hast auch in dieser Angelegenheit deines Herzensweges viel Geduld bewiesen. Du arbeitest auch schon des Längeren daran. Du arbeitest daran, etwas in einen Neuanfang zu bringen. Ja, wir haben ja auch durch den Buben der Stäbe den Neuanfang. Du möchtest die Dinge ins Fließen bringen, die vielleicht bisher hinderlich waren, die sich stockend dargestellt haben, sodass du immer nur Schritt für Schritt gehen konntest. Und du möchtest auch viel mehr deine Gefühle ins Fließen bringen. Wir haben hier einen sehr, sehr großen Fluss der Gefühle. Es sind hier Chancen, Möglichkeiten. Und du hast schon eine gute Ausgangsposition, die ihr erarbeitet. Ja, ich sage ja gerade, du hast sehr lange an dir und dieser Angelegenheit gearbeitet, die sich darum dreht, dass du emotional in dein höchstes Glück kommen möchtest. Du möchtest mit anderen, ja, vielleicht mit einer neuen Familie, die du vielleicht gründen möchtest, mit deinem Partner und auch und oder auch mit Kindern oder auch einfach mit einem Seelenpartner in einer wunderschönen Beziehung. Da möchtest du in das Feiern kommen, du möchtest in den Zustand kommen, das Glück zu genießen und auch Zeit zu haben für deinen Partner, den Seelenpartner und für die Familie. Also du möchtest dich freuen, möchtest in dein emotionales Glück kommen, was hier durch die 10 der Kelche dargestellt ist. Und das ist aber nicht alles. Du möchtest in das emotionale Glück und ich habe hier, da spiegelt sich aufeinander, auch die 10 der Münzen. Und da geht es bei den 10 der Münzen, das ist ja die höchste Joker-Karte, auch die wir bekommen können in einer Legung, weil es da um den inneren und äußeren Reichtum geht. Es geht um Wertschätzung und Anerkennung im Beruf und Gesellschaft.
in den, auch in den materiellen Dingen, da auch in den Reichtum zu kommen, soweit und sofern er denn noch nicht da ist. Vielleicht möchtest du dir auch finanziell noch etwas aufbauen. Vielleicht mag es auch ein Geschäft sein, etwas Geschäftliches, Berufliches. Na, wir haben ja die Münzen, also das ist durchaus möglich. Aber es geht auch um den inneren Reichtum. Ja? Es geht um die eigenen Werte, an denen du auch arbeitest. Deine Werte, das hat was mit deinem Selbstwert zu tun. Ja? Inwieweit du dich selber wertschätzt und anerkennst, dass sich das auch spiegelt im Außen, in der Gesellschaft. Du möchtest wieder ganz authentisch sein und deswegen arbeitest du auch an deinen inneren Werten. Entschuldigung. Also es geht auch um die Sonnenkraft. Ja, dass du emotional, ja, die Joker-Karte steht eben auch für den emotionalen Reichtum, dorthin zu kommen und sich wieder zu freuen, also die Freude, die Lebensfreude auch wieder zu genießen, die innere Kraft in seine, also seine Anlagen und Fähigkeiten zu erkennen und diese auch zu leben, ja, da ganz authentisch zu sein. Und es ist dir ein höchstes Anliegen in dieser Herzensangelegenheit, ich sag mal mit einem Seelenpartner, ja, ein Herzensmensch, müsste ich vielleicht sagen, also eine Person, die deinen Herzensmenschen darstellt. Und mit dem möchtest du wirklich auch in das Feiern kommen, weil ich hier einfach, ich habe die drei der Kelche hier und also du möchtest einfach in dein höchstes inneres und äußeres Glück feiern und du bist auch schon dankbar für das, was du erreicht hast, ja, wo du schon Schritt für Schritt gegangen bist, wo du auch schon an dir gearbeitet hast, also ich habe hier sehr viel schon erreichten Erfolg liegen. Trotzdem stellt sich hier der Wunsch dar, der Wunsch danach. Ja? Also du bist jetzt hier an der Schwelle zu deinem großen Glück. Und das kann auch, also es kann sich was Berufliches darstellen, was dein großes Glück bedeutet, aber heute ist es ja ganz offensichtlich, ich habe ja auch das Ass der Kelche, dass es sich hier um dein Liebesglück handelt, wo du jetzt reinkommen möchtest, was du jetzt genießen möchtest. Es kann auch sein, dass du dich auch mit Gedanken schon mit einer Verbindung zu deinem Herzensmenschen beschäftigst, ja, beschäftigen. Eine Verbindung, die auch eine Hochzeit bedeuten könnte. Ja, und es ist so, du hast auch schon, also du hast hier die Chance auf viele Möglichkeiten, wirklich sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Hier mag es noch Dinge geben in deinem Leben, die noch zu bewältigen sind, das zeigt auch der Bube der Stäbe an, die noch in den Kinderschuhen stecken. Aber als der Bube der Stäbe zeigt hier an, dass die Möglichkeiten, die sich dir gerade zeigen im Leben oder die jetzt auch kommen sollen, dich sehr unterstützen in deinem Vorwärtsgehen. Dich mitreißen auch. Also da sind auf jeden Fall, wir haben hier zweimal das Ass, zweimal. Also es ist unglaublich hier, es ist super schön, was sich hier darstellt. Weil ich sage es nochmal, die 10 der Kelche und die 10 der Münzen. Dann haben wir das Ass der Kelche und das Ass der Münzen. Wohl bemerkt, wann hat man so etwas in einer Kartenlegung?
Also eigentlich könnte es nicht besser sein. Es scheint hier noch etwas zu geben und das muss noch ausgeräumt werden. Da komme ich jetzt gleich noch zu. Aber ich möchte nochmal betonen, dass du alle emotionalen Chancen und Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen. Die sind da. Die liegen in deinem Rücken. Und es ist eben auch die Chance auf ein super gutes Ergebnis, eine Chance. Es gibt jetzt noch Möglichkeiten, die ihr ergreifen solltet. Impulse, Chancen, Möglichkeiten, die du ergreifen solltest, um diesen Weg jetzt hier zu Ende zu gehen, um auch wirklich in dein höchstes Glück zu kommen, um absolute Klarheit auch zu gewinnen für dein großes Glück, dass sich alles viel besser entwickelt, als du gedacht hast. Ja, da gibt es Chancen und Möglichkeiten, die dir das immer klarer werden lassen. Wie gut, wenn du vorwärts gehst und du bist vorwärts gegangen. Ich sehe das hier. Und das ist sehr, sehr schön, weil wir haben ja jetzt hier nicht mehr die zwei der Stäbe und auch nicht die zwei der Schwerter, sondern weil wir haben hier die drei der Stäbe. Und du hast dir durch deine Eigenarbeit eine sichere Ausgangsposition erschaffen. Und dadurch hast du auch wirklich sehr gute, schöne Aussichten auf einen wirklich guten, positiven Verlauf. Ja, du hast dir Sicherheiten erarbeitet und du hast auch an deiner, wie soll ich sagen, an deiner Zuversicht gearbeitet. Du spürst in dir Hoffnung und Zuversicht. Du bist gewachsen, in dir gewachsen. Da ist etwas geschehen. Es sind auch nicht die 7 der Münzen, sondern es sind die 8 der Münzen. Du warst fleißig und du bist in kleinen Schritten vorwärts gegangen. Aber genau das war hier ja notwendig und erforderlich. Langsam und sicher, aber stetig voranzugehen, an sich selber zu arbeiten, die eigene Sicherheit in mir zu erschaffen. Ja, da geht es wieder um diese Authentizität, das hat was mit der Sicherheit zu tun und auch mit Sicherheit zu erkennen, welche Möglichkeiten nicht nur im Äußeren, sondern auch im Inneren in mir stecken. Ja, was ich alles für Fähigkeiten habe, das umzusetzen, was ich mir von Herzen wünsche. Und das hast du dir erarbeitet. Und du schaust auf das große Wasser der Gefühle, die in deinem Leben sind und die du dir noch erarbeitest, ja, du erarbeitest, das sind auch noch nicht die 4 Stäbe, aber du bist, da ist noch etwas, was du noch erarbeiten sollst, um über das Wasser der Gefühle auch zu fliegen, ja, vielleicht musst du auch in ein fernes Land fliegen, vielleicht musst du auch, um in das Große, in die Erfüllung der Gefühle zu gelangen, mit den 10 der Kelch, mit den 10 der Münzen, musst du vielleicht auch eine Reise tun. Ja, ich habe hier auch ein Schiff liegen, da werde ich gerade darauf aufmerksam gemacht, das bekomme ich rein, dass es eventuell für den einen oder anderen von euch notwendig sein könnte, dass du dich auch auf eine Reise machen musst, ein Wasser vielleicht überqueren musst oder noch an deinen Gefühlen arbeiten musst, um endgültig anzukommen und das, was du dir wünschst, auch vollständig zu erreichen. Du hast alle Anlagen und Fähigkeiten in dir. Und ich gehe mal davon aus, weil ich habe hier die Sonne zu den
10 der Münzen. Ich habe die 3 der Münzen dazu. Es sind wirklich so schöne Karten heute. Ich glaube, das habe ich noch nie so gehabt. Wunderbares in geballter Fülle. Muss man ja auch mal wirklich bemerken. Du bist auch dabei, die Verantwortung zu übernehmen. Aber es gibt auch noch etwas, wo du auch noch gefordert bist. Ja? Wo du all deine Anlagen und Fähigkeiten, die ich ja gerade beschrieben habe, dass du die zum großen Teil schon erkannt hast, also alle Elemente, die auch in dir sind, ja, dass du die Elemente des Gefühls hast, des Wassers, ja, hier zu spüren und zu fühlen. Und du hast auch das Erdelement, ja, du gehst sicher vorwärts, du willst etwas sicher machen, du gehst auch beharrlich vor, Schritt für Schritt, und das musst du auch weiterhin tun. Ja, du bist auf einem super guten Weg. Aber hier gibt es noch etwas zu tun. Ja, also das Element, was hatte ich gerade beschrieben, der Gefühle, der Erde, du hast auch Feuer. Ja, du hast auch den Tatendrang, das Nötige, den Drive, auch vorwärts gehen zu wollen. Und du hast auch wohl die Gedanken geordnet, im Moment liegen die hier nicht problematisch, dass du in der Gedankenwelt auch bisher schon aufgeräumt hast. Aber es gibt hier noch eine Sache. Also du hast schon mal sehr viel Klarheit gewonnen, um das nochmal zum Abschluss zu bringen. Du hast ganz viel Klarheit für dich gewonnen, im Inneren und im Äußeren. Und hast dich auch selbst gegeben, selbst hingegeben. Aber das alles, diese wunderbaren Anlagen in dir, sind jetzt auch weiterhin erforderlich, um bis an das, genau an das Ziel zu kommen. Das heißt, das Ziel deiner Wünsche auch tatsächlich zu manifestieren. Und es scheint hier um eine Angelegenheit zu gehen, die du auch schon länger überlegst, wo du doch noch eine Entscheidung treffen musst, um etwas in den Ausgleich zu bringen. Ja, wir haben die Gerechtigkeit, und da geht es darum, jetzt ganz bewusst auch doch nochmal eine Entscheidung zu treffen, vielleicht auch ja, das richtig zu beurteilen, was in der Vergangenheit vielleicht gelaufen ist, was sich heute als Ungleichgewicht darstellt. Denn es muss irgendetwas in den Ausgleich gebracht werden. Vielleicht gibt es eine Angelegenheit, Situation, Menschen in deiner Vergangenheit, in deinem Umfeld, wo es um Fairness, um Ehrlichkeit geht, dass irgendetwas nicht fair war oder Menschen nicht fair zu dir waren, dass du vielleicht in irgendeiner Angelegenheit, Sache nicht ehrlich warst oder dein Gegenüber nicht ehrlich zu dir war. Ja, es geht um Fairness und Ehrlichkeit. Und es geht auch darum, also auf jeden Fall etwas in den Ausgleich zu bringen. Und es geht auch darum, keine Konfrontation zu scheuen. Das, was sich in dir vielleicht hier als Konflikt darstellt, etwas in Ausgleich bringen zu müssen, scheint dich zu beschäftigen und ist erforderlich für dich, hier eine klare Entscheidung zu treffen, die sich auf die Vergangenheit bezieht,
Und für das, was in der Vergangenheit gesät wurde, an Negativen, jetzt für den Ausgleich zu sorgen, etwas in den Ausgleich zu bringen. Denn alles, was wir säen an Gedankengut, ja, dass wir vielleicht negative Gedanken haben, was wir säen an Gefühlen, ja, und jetzt sind gerade die negativen Gefühle, die wir für uns selber haben und für andere angesprochen, und das Handeln, ja, wie haben wir gehandelt, wie haben wir die Dinge in uns manifestiert in der Welt, welche Taten sind unseren Gefühlen und unserem Denken gefolgt, waren die Taten negativ? Fragt euch das, was war da in der Vergangenheit? Gab es irgendetwas, wo ihr nicht so gehandelt habt, wie ihr euch das eigentlich heute wünschen würdet? Ja, gibt es da irgendwelche Handlungen und Taten, die, ja, die sich als negativ darstellen, die nicht gut waren, die die negative Samen gesät haben, sage ich jetzt mal, ja, um alles darunter zu fassen. Da schaut einmal. Und die Gerechtigkeit bedeutet ganz besonders, dass all das, was wir gesät haben in der Vergangenheit, es kommt auf uns zurück. Ja, das ist das Gesetz der Ausgleichung, das Gesetz der Anziehung. Und das hat eben was mit der Mäßigkeit auch zu tun. Etwas in den Ausgleich, in die Harmonie zu bringen, indem wir eine Tat, eine Handlung vollbringen, uns vielleicht auch irgendwo loslösen müssen. Vielleicht hat das auch mit einem Abschied zu tun, um etwas in den Ausgleich zu bringen, um etwas positiv auszugleichen. Darauf kommt es an. Ja, denn alles, was wir säen, das ernten wir. Und deswegen ist es auch so wichtig, darauf zu achten, dass wir nur Positives aussenden und Positives manifestieren in der Welt, damit dann auch nur das Allerbeste auf uns zurückkommt und sich spiegelt in unserer Welt. Also schaut einmal dahin, wo gibt es etwas, wo ihr noch dran arbeiten müsst, wo ihr noch Schritte unternehmen müsst, um etwas in das Gleichgewicht zu bringen, um etwas auszugleichen. Vielleicht bedarf es auch einer Großzügigkeit, ja, dass ihr in irgendeiner Art und Weise großzügig sein müsst. Schaut mal nach. Vielleicht ergibt sich das gleich noch durch weitere klärende Karten. Ja, und das gilt es hier in den Ausgleich zu bringen, Klarheit in Vergangenes zu bringen, was hier unbedingt noch zu erledigen ist, was in die Harmonie gebracht werden muss. Und wenn es könnte sich auch um die Themen Vergebung handeln, es könnte sich, ja, wenn irgendwo das Thema Reue und Schuld eine Rolle spielen sollten, dann geht es natürlich auch darum, wenn es etwas mit Schuld zu tun hat, dann geht es darum, auch jemandem zu vergeben, der einem vielleicht etwas angetan hat. Ja, das Gefühl in sich in den Ausgleich zu bringen, dass Frieden und Harmonie in mir einkehren können. Ja, die Vergebung für sich selber, wenn ich meine, ich habe etwas nicht richtig gemacht, das ist der allererste Schritt, zu wissen, dass alles, was geschieht, auf irgendeine Art und Weise etwas mit uns zu tun hat und uns ein Lernthema bietet. Und das zu sehen
Und es ist geschehen. Und es durfte und sollte so sein. Aber ich bin jetzt aufgefordert, diese Dinge klar zu machen. So auszugleichen, dass ich mich in mir selber wieder rund und wohl fühle. Und damit ich auch dieses Glück annehmen kann, was sich mir hier bietet. Und an deiner Seite sind, ich möchte es nochmal sagen, die großen Chancen auf gute Ergebnisse. Du kannst es schaffen und du wirst das schaffen, das in den Ausgleich zu bringen, in dir und im Äußeren. Und du hast die wunderbaren Chancen, deine Ziele zu verwirklichen. Und die innere Selbstsicherheit, die schon so gewachsen ist bei dir, die wird ganz rund und ganz klar, wenn du dieses Letzte hier in Ausgleich bringst. Das, was dich noch belastet. Das, wo du auch immer wieder dran denken musst. Es kann sich auch etwas um etwas drehen, um etwas handeln, das mit einem Vertrag zu tun hat, kommt mir gerade rein. Ja, ein alter Vertrag, der nicht mehr dienlich ist, der für dich nicht mehr gut ist, den du jetzt auflösen sollst. Es kann auch etwas mit einem alten Ehevertrag zu tun haben, dass du auf irgendeine Art und Weise noch gebunden bist, vielleicht in einer Ehe, vielleicht auch einfach nur in einer Beziehung. Und es dieses Letzte ist, diese Gebundenheit, vielleicht diesen alten Vertrag, diese alte Beziehung zu lösen, aufzugeben, sich zu befreien daraus, das in Ausgleich zu bringen, um frei zu werden aus einer Art von sich gefangen fühlen, sich zu befreien, ja, die Klarheit, sich zu befreien, um in sein Glück zu gehen. Das Glück, was es besser nicht sein könnte. Und ich muss nochmal sagen, du hast alle Chancen und Möglichkeiten. Alles liegt direkt bei dir. Du brauchst im Grunde genommen nur nach den Sternen zu greifen. Es ist alles da, in emotionaler und materieller Hinsicht. Alle Möglichkeiten, alle Chancen auf auch Unterstützung auf deinem Weg. Ja, hier zeigt sich einfach auch die Unterstützung, nochmal hier in den endgültigen Abschluss zu kommen. Abschluss von Altem, um das Neue in das Glück und in die Zufriedenheit auch gehen zu können, um an seinem Ziel anzukommen. Und ich soll dir auch nochmal sagen, das Universum steht an deiner Seite. Das Universum liebt dich. Das Universum, ja, alle, die dort sind, ob es die Engel sind, die spirituellen Führer und auch Gottvater, sind immer an deiner Seite und werden dir alle Gedanken, Ideen und Möglichkeiten senden, um hier die Münze zu bearbeiten, um in dein vollständiges Glück zu kommen. Es ist alles da und die Unterstützung ist da. Und ich soll auch noch mal darauf hinweisen, es mag auch Menschen in eurem Leben geben, die euch helfen können, diese Dinge, die euch da eventuell noch belasten, in den Ausgleich zu bringen, dass ihr da in die Harmonie kommt. Also kompetente Personen, Ratgeber, auch die stehen euch in materieller und emotionaler Hinsicht zur Verfügung, um Geben und Nehmen in den Ausgleich zu bringen. Und nehmt diese Hilfe an. Die bietet sich euch. Das ist eine Aufforderung. Nehmt die Hilfe an,
weil ihr seht ja, dass sich das absolut lohnt. Ja? So, und jetzt möchte ich gerne in weitere Klärungskarten. Großvater, was sollte hier noch gesagt werden? Was sollte hier ergänzt werden? Was noch ausgesprochen werden? Gibt es noch Hintergründe? Ja. Ich nehme mal erst die eine Karte. Ja. Ich habe hier die Schwangerschaft. Die stellte sich in der letzten Zeit häufiger dar. Dass du mit allen guten Gedankenmöglichkeiten, die ich ja gerade schon angesprochen habe, die dir zur Verfügung stehen, auch tatsächlich schwanger gehst. Ja, dass du in Vorbereitung bist, Schritt für Schritt gehst und dass du aber immer nochmal die Aufforderung bei allen Planungen, die du jetzt noch vor dir hast, die jetzt noch vielleicht gemacht werden müssen, sollst du deinem Bauchgefühl folgen. Du sollst deiner Intuition folgen. Ja, das scheint ja sehr wichtig zu sein. Die Intuition, die du hast, weil der Stern weist auch darauf hin, dass du eine mediale Person bist. Hier ist sehr viel Wasserelement, aber auch das Erdelement ist hier stark vertreten. Du hast gute spirituelle und mediale Fähigkeiten und die sollst du nutzen. Für die weitere Vorgehensweise, für die Planung, ob es nun um diese Reise sich rankt, aber ganz besonders auch, um hier das, was noch in Ausgleich zu bringen ist, da tätig zu werden. Großvater, was wollte hier noch gesagt werden? Ja. Kann noch was kommen jetzt? Ja, heute kommen die Karten einzeln. Ich habe hier die Kraft. Ja, und ich lege das mal hier zu. Deine Gefühle, die in dir ruhen, ja, in dir ruhen, in dir vorhanden sind, für dich selber, die du erarbeitet hast, aber auch für deinen Herzensmenschen, ja, für diese schöne und auch romantische Beziehung, die sich hier darstellt, durch die 10 der Kelche, eine romantische Beziehung, die ihr zu jemandem habt, die gibt dir viel Kraft. Die gibt dir Mut und die gibt dir Kraft. Und ich hatte ja hier auch die Sonnenkarte. Ja? Das bestätigt sich also hier nochmal, dass diese Verbindung, eine positive Verbindung mit deinem Seelenpartner Menschen ist, die dich auch bewegt zuzupacken und die dich auch bewegt, das, was sich hier noch schwer darstellt, auch zu erreichen, erreichen zu wollen, ja, dass ihr, dass die Entscheidung auch dabei bleibt und sicher ist, dass du in dein Glück willst, ja, an diese klare Entscheidung, die vielleicht hier auch nochmal zu treffen ist, mag sein in einem oder in einem anderen Fall bei euch, ja, dass ihr auch nochmal klar sagen müsst, ja, ich will in die Liebe, ich will in mein Glück. Und ich nehme jetzt alle Zuversicht, die in mir ist, und baue sie noch weiter aus, um diesen Weg zu Ende zu gehen, um das jetzt wirklich zielführend, positiv zu Ende zu bringen. Und dazu braucht ihr mit Sicherheit, sage ich, auch nochmal Kraft und Mut. Ihr müsst nochmal etwas anpacken. Ihr müsst euch tatsächlich hier in dieser letzten Angelegenheit, es ist nur noch eine Sache, die sich hier darstellt, ja, etwas in den Ausgleich zu bringen.
Und alles, was ich eben dazu gesagt habe, diese verschiedenen Möglichkeiten, die in eurem Umfeld, in euren Gefühlen, die euch noch hindern und hemmen, oder in eurem Gedankengut, da nochmal nachzuschauen, was sind da noch für Schattenseiten, Schattenanteilen, die jetzt in den Ausgleich zu bringen sind, insofern, als dass wir immer die Verantwortung tragen, Licht in das Dunkel zu bringen, egal wo das Dunkel sich befindet, ob das in mir ist oder ob das Dunkel sich im Äußeren befindet. Da Licht reinzubringen, da die Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung, dass alles Dunkle in Licht sich verwandelt und erstrahlen kann. In Licht und Liebe und Wahrheit auch. Also, es gilt, da Mut und Kraft zu haben. Es lohnt sich. Es lohnt sich für jeden Einzelnen von euch, dieses hier zu Ende zu bringen. Und ich gebe euch die Garantie, ihr werdet so glücklich und zufrieden sein, wenn ihr da zum Ziel, zum Ende kommt. Großvater, was sollte hier noch angefügt werden? Welche Informationen sind noch wichtig? Jetzt habe ich mit euch gesprochen und habe mich nicht auf das Gartenziehen konzentriert. Großvater, welche Informationen sollten hier noch kommen? Ja, bekomme ich direkt weitere Informationen noch? Also es geht, ich gehe jetzt mal hier nach und nach vor, nicht mit so vielen Karten auf einmal, sondern nach und nach. Es geht tatsächlich wirklich darum, dass ihr gesund sein wollt. Ja, im Inneren und im Äußeren. Ihr wollt in euer Glück, ihr wollt in den inneren Frieden. Ihr wollt auch die Dinge zum Ausgleich bringen. Ja, und dieses, soweit das noch nicht geschehen ist, gilt es, noch etwas zu tun, um die endgültige Harmonie, den endgültigen Ausgleich hier herbeizuführen. Und es ist wichtig, dass ihr dafür ein gutes Gefühl in euch kreiert. In dem Wissen, ich möchte dies, ich möchte etwas für mich erreichen, weil ich mir etwas Gutes tue, wenn ich mir das Glück gönne. Eine Sache, die euch hier zunächst gesagt wird, ist also eine Information, die hier kommt, dass es um eine Nachricht geht. Auf irgendeine Art und Weise kommt eine Nachricht zu euch, zu dir. Oder du musst eine Nachricht versenden. Es geht um ein Schriftstück. Es geht um etwas, was in die Öffentlichkeit gelangen soll. Oder wenn es von außen kommt, in der Öffentlichkeit ist, also offengelegt wird. Es geht um Neuigkeiten. Es geht um irgendwelche Neuigkeiten, die auf euch zukommen, auf dich zukommen. Oder die du versenden sollst, dass du, ja, ein Schriftstück, ja, es ist eine Schriftrolle, es ist eine Nachricht. Es kann auch eine offizielle Entscheidung sein, es kann auch eine amtliche Entscheidung sein, eine amtliche Benachrichtigung bekomme ich gerade rein. Es kann auch ein Bescheid einer Behörde sein. All dieses, spürt mal rein. Etwas wird kommuniziert, etwas dringt nach außen. Etwas Neues. Okay, das weiter. Was sollte hier noch zugefügt, angefügt werden? Ja. Es geht darum, also bei dieser Entscheidung, Bescheid, Nachricht, die kommt
oder die du abgeben sollst. Es kann auch sein, dass du eine Entscheidung eben treffen musst. Ich hatte hier auch schon mal von Entscheidung gesprochen eben. Dass du eine Entscheidung treffen musst, die du veröffentlichen musst. Es geht um die Veröffentlichung. Und es geht dabei um die Loslösung. Es geht um eine Befreiung. Es geht darum, etwas Altes loszulassen. Etwas Altes, was dir nicht mehr dienlich ist. Etwas Altes, was dich vielleicht krank gemacht hat. Etwas Altes, was dich gefangen halten lassen hat. Ja, wo du dich gefangen gefühlt hast. Und das sollst du oder es wird dir entgegenkommen, hier in Heilung gebracht werden. Etwas wird aufgedeckt, etwas wird klar gemacht. Die Klarheit hatten wir hier auch liegen und wir hatten die Chancen und die Möglichkeiten und das, was sich jetzt hier bietet, auch im Außen. Irgendetwas wird hier in die Klarheit gebracht und soll geheilt werden. Soll und wird dadurch, also entweder, dass du jetzt tätig wirst oder aber, dass etwas kommt, wodurch Klarheit gebracht wird und etwas in einen Ausgleich gebracht wird. Ja? Du entdeckst etwas. Ja, danke schön, das ging aber schnell. So, auf die folgende Karte hier mal gucken. Es geht um einen Neuanfang, wie ich schon sagte. Es geht um eure Chancen und Möglichkeiten, die schon neben euch sind und die sich hier auch nochmal, die sind schon da. Chancen und Möglichkeiten liegen hier schon, bekomme ich gerade rein. Die sind schon. Die haben sich schon manifestiert bei dir. Du müsstest diese Möglichkeiten schon wissen, bekomme ich so rein. Die sind schon unterwegs gewesen seit einiger Zeit. Gute Gelegenheiten, die aber jetzt ausschlaggebend sind, insofern, als dass sie jetzt durchgeführt werden sollen. Ja, hier du bist in einer sicheren Ausgangsposition und du kannst dich auch in Sicherheit wägen. Auch wenn hier etwas zum Ausgleich gebracht werden muss, durch Loslösung, Ablösung und auch Verabschiedung und klar gemacht werden muss. Es geht immer wieder auch um die Klarheit. Es handelt sich um eine gute Gelegenheit. Es ist für dich eine gute Gelegenheit, jetzt tätig zu werden, einen Brief, eine Nachricht selbst zu schreiben, eine Entscheidung zu treffen in einer offiziellen behördlichen Angelegenheit, dass du tätig werden musst, oder aber dieses von außen dir entgegenkommt. Ja, ich hatte das gerade schon mal ausgeführt. Das bleibt dabei. Großvater, was wollte ich noch? Dankeschön. Danke. Ja. Und du bist in jeder Weise geschützt. Ich muss das jetzt auch mal hier so da drauflegen, weil die Karten gehören hier zueinander. Ja, das sind die Klärungskarten dazu. Und auf die Klarheit und den Schutz, den ich euch eben schon bieten wollte, dass der Schutz da ist, den ich angesagt habe, der kommt nochmal. Ihr sollt Gottvertrauen haben. Du sollst Vertrauen haben in das Universum, in alle Kräfte, die dort für dich zur Verfügung stehen. In die Engel, in die spirituelle Welt, in die spirituellen Führer, dass du immer die geistigen
klaren Botschaften erhältst. Es geht um die Klarheit. Klar zu sehen, was jetzt noch zu tun ist, wie du etwas in Ausgleich bringen kannst, wie du vielleicht vorgehst, ja? Die Möglichkeiten zu nutzen, die Chancen zu nutzen, die genau jetzt hier liegen, die jetzt gemacht werden müssen. Ja? Und ich hatte das gerade beschrieben, um was es da geht und wie es da geht. Das hat was mit dieser behördlichen, mit der Nachricht, etwas schreiben, Schriftstück oder etwas, was euch an Klarheit, Wahrheit öffentlich gemacht wird und euch entgegenkommt. Ihr seid in allem beschützt. Darum geht es jetzt. Habt das Vertrauen in das Universum, dass ihr geführt werdet, in die göttliche Fügung, in das Vertrauen zu Gott Vater. Und die Zahl 2 mag auf irgendeine Art und Weise eine Rolle spielen. Die Zahl 2. Schaut mal. So. Und jetzt frage ich nochmal nach Botschaften, die jetzt hier noch gesagt werden sollen. Ja, da kommt wieder etwas vom Himmel auf die Erde. Ja, das, wo hier der Ausgleich geschaffen werden soll, das scheint noch ein Geheimnis zu sein. Etwas, was noch nicht ausgesprochen worden ist, was der Öffentlichkeit noch nicht gesagt worden ist, weil es für dich noch nicht spruchreif war, weil du noch geschwiegen hast, was du vielleicht auch deinem Herzensmenschen gegenüber noch nicht ausgesprochen hast, weil du meintest, es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt oder weil du noch nicht so weit warst, weil du noch nicht so weit an dir gearbeitet hast, hattest in der Vergangenheit. Also das Geheimnis. Und dieses Geheimnis soll jetzt hier aufgedeckt werden. Du bist aufgefordert, all das auszugleichen, auszusprechen, öffentlich zu machen, was noch in deiner Seele schlummert, was in den Ausgleich gebracht werden muss, wo du zugemacht hast und bislang drüber geschwiegen hast. Aber dieses Geheimnis gilt es jetzt hier, das, was noch im Dunkeln liegt, was noch verschlossen war, gilt es jetzt hier in den Ausgleich zu bringen, das heißt aus dem Dunkeln in das Licht zu bringen und es auszusprechen, ja, da in die Kommunikation zu kommen, eventuell auch in die Begegnung zum Herzensmenschen, zu kommunizieren, um den Schatten deiner Seele zu lichten und zu lüften, um in dir alles heil und rund zu machen, im Inneren und im Äußeren die Dinge in Ausgleich zu bringen. Großvater, was soll hier noch gesagt werden? Die Kindermünzen, zum Feiern, zu der Sonne oder zu dem Geheimnis. Gilt es, da noch etwas zu sagen? Ja, soll da noch etwas kommen? Gibt es da noch eine weitere Information zu? Ja, gibt es noch? Ich habe hier die Komplikation bekommen. Gibt es dazu noch? Ja. So, es ist so, das, worüber ich jetzt hier auch schon ziemlich, also ausführlich gesprochen habe, stellt sich für dich tatsächlich als Komplikation, hat sich für dich als Komplikation dargestellt. Es hat sich für dich immer als Baustelle dargestellt und gezeigt. Du hast dich gehindert gefühlt, vorwärts zu gehen, weiterzugehen, etwas klar zu machen, etwas auszusprechen. Du bist Umwege gegangen und hast dich selbst und dadurch auch
andere und dadurch die ganze Situation verhindert. Ja, du hast selbst verhindert, dass du noch nicht in deinem Glück bist. Ja, was ich ja hier tatsächlich auch mehrfach so groß und dick das Glück und der Erfolg und alles darstellt, das hast du verhindert. Du bist verantwortlich dafür und musst es jetzt in den Ausgleich bringen. Hier kommen Informationen dazu, worum es sich da handeln könnte. Und zwar scheint es sich um eine Bindung zu drehen, um eine emotionale Bindung zu einer Person, an der du noch festgehalten hast, ziemlich starr und beharrlich festgehalten hast. Aber durch diese Bindung hast du dich auch gefangen gefühlt. Du warst unfrei. Du hast das Gefühl, du konntest nicht vorwärts gehen, weil du es selber nicht gewagt hast, weil du selber daran festgehalten hast, dich von dieser Person zu lösen, dich zu befreien. Und in erster Linie handelt es sich um, kann es sich um einen Ex-Freund handeln? Ja, ich habe hier diesen Hinweis, diese Information, die sich hier und Energie, die sich wie ein Ritter darstellt. Es kann sich um einen gleichalten Mann handeln. Es kann sich um einen Ex-Freund von dir handeln. Es kann um einen Bruder sein von dir, ein Onkel. Und der auch gegen dich gekämpft hat. Vor dem du dich auch immer wieder schützen musstest. Aber du dich auch immer auf irgendeine Art und Weise emotional gebunden gefühlt hast. Da ist irgendein Strick, der euch verbunden hat. Und das hat etwas mit den Gefühlen zu tun. Mit den Gefühlen, das sind keine romantischen Gefühle. Solche Gefühle meine ich nicht. Es sind Gefühle des sich verbunden Fühlens. Vielleicht auch aufgrund der Verwandtschaft kommt mir gerade rein, weil wenn es sich um einen Onkel, Bruder handelt, ja, in dem Falle, dann sind das verwandtschaftliche Beziehungen und Bindungen hier, an denen du meinst festhalten zu müssen und die dich gehindert haben, vorwärts zu gehen, dich zu befreien von Personen in deinem Umfeld. Ja, der eine stellt sich hier dar. Ich hatte aber auch eben schon die Zahl 2, ja, wo ich sagte, schaut mal, die Zahl 2. Diese Person, die sich nicht zeigt, ja, die sich nicht in die Seele blicken lässt, die etwas versteckt auch vor dir. Du hast dich auf jeden Fall bis heute davon gefangen gefühlt. Ja, dich festgehalten gefühlt durch diese emotionale Bindung. Ja, wie wenn es ein Freund war, ein Ex-Freund von dir, dann war es auch eine Ex-Partnerschaft, vielleicht auch ein Ex-Partner, vielleicht war es auch eine Ex-Partnerin, eine Ex-Geliebte, an die du dich noch gebunden fühlst. Und du musst davon loslassen, du musst das in Ausgleich bringen. Das heißt, du musst diese, ich zeige euch das mal. Ja, das bist du. Und das sind die Emotionen, die dich noch mit diesem Menschen verbinden. Ja, da besteht immer noch diese energetische Verbindung auf emotionaler Ebene. Und von dieser und von dieser Bindung, Beziehung, und ich hatte euch eben die Person beschrieben, musst du dich befreien. Davon gilt es, sich loszulösen. Da musst du bist ja schon auf dem Weg. Ich habe dich gerade schon ganz doll gelobt, was du alles schon erreicht hast. Aber hier gibt es noch den letzten Strick, den letzten Faden durchzuschneiden,
um dich davon zu lösen, was nicht gut und was nicht dienlich für dich ist. Ja, dich von diesen Personen, die sich zumindest als zwei darstellen können, dieser Ex-Freund, Ex-Partner oder auch ein gleichalter Mann, Bruder, Onkel, ja, mit dem auch immer, wie soll ich sagen, du auch gekämpft hast, ja, es gab auch Kämpfe zwischen euch, ja, dieser gleichaltrige Mann, oder wenn es ein Onkel ist, mag er auch älter sein, es gab Kämpfe zwischen euch, es gab Kummer und Sorgen zwischen euch, es gibt Streitigkeiten zwischen euch, es gibt Auseinandersetzung, Disharmonie, alles, was dir ungute Gefühle bereitet hat. Aber da gibt es eine Ecke in dir, die ist emotional mit dieser Person verbunden und die musst du durchschneiden, weil wir müssen uns in diesen Prozessen, um in unser Glück zu kommen, immer wieder von Personen trennen, Abschied nehmen, loslassen, um heil zu werden, um rund zu werden in uns, um in Ausgleich zu bringen, das, was bisher Negatives hier geschehen ist, das Festhalten, das muss über den Ausgleich in die Befreiung kommen. Ja, ich hatte auch eben von der Befreiung durch Vergebung gesprochen. Und es geht nicht an, dass du dich festhalten lässt, weder emotional, noch durch Materielles, noch durch irgendwelche Verträge, durch irgendwelche Schriftstücke, die euch vielleicht verbinden. Dieses Alte muss gehen. Das muss losgelöst werden, abgelöst werden und davon müsst ihr euch befreien. Und das ist das Letzte, was ihr zu tun habt. Die letzte Aufgabe hier. Das Einzige, was euch noch hindert und hemmt, eure einzige Baustelle, um in euer Glück zu kommen. Oster, da sollte hier noch irgendetwas angefügt werden. Ja. Ja. Ihr sollt springen. Da kommt der Sprung wieder. Ihr sollt springen. Ihr sollt den Mut haben. Die Kraft, den Mut, all eure Anlagen und Fähigkeiten, authentisch sein. Was willst du? Was bist du dir wert? Ja? Es sich seinem eigenen Wert und der Selbstliebe, also dafür alles zu tun, für das innere Kind alles zu tun, damit es mir gut geht. Und dazu muss ich mich aus allem Alten, was mir nicht dienlich ist, muss ich mich lösen. Das muss ich verlassen, davon muss ich Abstand nehmen, mich trennen. Ja, mit dem Messer oder mit der Schere dieses Kappen, diese Verbindung kappen, weil die ist jetzt nicht mehr dienlich. Und dadurch, dass du das trennst von dir, kannst du auch hier weitergehen und bist ganz schnell an deinem Glück. Und wie gesagt, es mag dieses Schriftstück, Schriftrolle, Kommunikation, das ist ein ganz wichtiges Indiz, ist angezeigt, hier machen zu müssen und durch all das den Sprung zu wagen, tu es, mach es, nimm deine Anlagen und Fähigkeiten, sei Schöpfer deines eigenen Potenzials und sei Schöpfer deines eigenen Glückes, das du jetzt in die Hand nimmst und die Verantwortung für dich selber, für dein Glück mit deinem Herzensmenschen, ja, nachdem du dich sehnst, in diese romantische Beziehung zu kommen, in die Sicherheit mit deinem Herzensmenschen. Und es liegt hier mit Sicherheit, ja, die Sicherheit liegt hier, es wird geschehen. Und da soll ich euch sagen, dass das
absolut sicher ist, dass das hier in dieses positive Glück geht. Großvater, sollte hier noch irgendetwas angefügt werden? Oder sollte ich das so stehen lassen? Ja, die nehme ich nicht mehr. Die beiden nehme ich jetzt noch. Ja, also hier kommt nochmal das Labyrinth der Möglichkeiten. Du scheinst verschiedene Möglichkeiten zu haben. Die haben sich hier als Chancen dargestellt, als gute Chancen. Und du sollst genau hinschauen, ja, ob es eine Wahl gibt in deinem Leben, hier voranzugehen. Sind es tatsächlich mehrere gute Möglichkeiten oder ist es nur eine gute und richtige Möglichkeit, die du jetzt hier ergreifen solltest? Von den Alternativen, die sich bisher geboten haben, gibt es nur einen Weg, der richtig ist. Und du musst die Entscheidung treffen, um hier in dein Glück zu kommen. Ja, aus der Wahl in die aus der Wahl der Möglichkeit in die einzig richtige Entscheidung zu kommen, soll ich dir sagen. Ja? Diesen Weg zu sehen, den du kennst, du weißt, dieses, wenn ich das tue oder das sage, das ist das einzig Richtige und da gibt es nichts dran zu rütteln. Das weißt du. Spüre rein in deine Intuition, ja? Damit du hier springen kannst. Und es ist Erntezeit, soll ich euch sagen, soll ich dir sagen. Du wirst, wenn du das tust, wenn du das wagst, all das, was ich jetzt beschrieben habe, wirst du all das bekommen, was du dir wünschst. All deine Wünsche werden wahr werden. Du wirst genau das ernten, was du Positives gesät hast in der Vergangenheit, weil du bist ein guter, wertvoller, spiritueller Mensch. Und du wirst gewinnen, weil das ist das Letzte, die letzte Lernaufgabe, die letzte Herausforderung, diese Loslösung hier. Du kriegst die gute Gelegenheit, das jetzt zu machen. Und du wirst alles bekommen, alles ernten, was du dir nur in irgendeiner Art und Weise in emotionaler Hinsicht oder auch materieller Hinsicht vorstellen kannst. Ja, und wenn das nicht eine super gute Aussicht ist, dann weiß ich es nicht. Aber das muss gemacht werden. Ja, dieses Letzte. Wir wollen schauen, wie die Engel euch unterstützen können. Großvater, ja, was sollte hier noch gesagt und ausgesprochen werden? Ja. So, die sind zuerst gefallen. Ich soll euch sagen, dir sagen, deine Situation wird sich verbessern. Die Situation wird sich jetzt verbessern. Und die hatte ich neulich schon mal. Und die Zeit wirkt gerade. Die wirkt großartig und stark. Es wird sich jetzt hier etwas tun. Es kommt etwas in Bewegung. Und du bist ausschlaggebend. Und du sollst ganz klar, drücke dich klar aus, kommt hier. Du sollst in dieser Angelegenheit, ich komme wieder darauf zurück, es geht um diese Schriftrolle, es geht um diese Kommunikation, um diese Entscheidung, um den Bescheid der Öffentlichkeit, um eine neue Nachricht, die du empfängst oder die du senden musst. Und da sollst du dich super klar ausdrücken. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und dann, wenn du das tust, das hat was mit dieser Kommunikation zu tun. Und diese Kommunikation hat auch etwas mit dieser Loslösung zu tun, mit dem Kappen der emotionalen Bindung. Das hängt zusammen. Das steht in Verbindung zueinander. Das ist mir ganz klar. Das weiß ich ganz sicher. Und du wirst so reich belohnt werden. Du kommst nochmal in deine absolute Fülle. Ja, die habe ich eben schon beschrieben. Ich drehe sie euch um. Und du wirst erfolgreich sein. Der Erfolg ist dir sicher. Tu es.
Mach es, kann ich nur sagen. Du wirst erfolgreich sein. Mit Ausrufezeichen kommt hier der Erfolg. Schau es dir an. So. Und dann möchte ich noch das Engelorakel dazu nehmen. Die Engel für jeden Tag. Großvater, was sollen die Engel noch sagen? Was ist jetzt hier noch wichtig? Möchte dann noch eine Botschaft kommen, das wäre die. Okay. Ganz neu etwas. Okay. Dankeschön. So, die ist zuerst gefallen. Und es kommt, ja, das hatten wir schon häufiger in der Vergangenheit, das Bitten. Die Engel sagen dir, bitte uns dir, in dieser Situation zu helfen. Und wir machen uns sofort in deinem Namen an die Arbeit. Wir werden von vielen universalen Gesetzen regiert. Und zu ihnen gehört der freie Wille, der dir erlaubt, deine eigene Wahl und deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Daher warten wir geduldig auf deine Bitte um unsere Hilfe. Alles ist an eurer Seite. Betet um Hilfe. Ihr bekommt alles. Alles, was ihr braucht. Von außen und von innen. Ja. Denn es geht darum, dass ihr hier wieder, zu der anderen Karte komme ich gleich, dass ihr diesen Richtungswechsel vollzieht. Es geht um den Richtungswechsel. Die Veränderung, die du jetzt erfährst und alle Veränderungen, die sich auf das Alte beziehen und auf das Neue, die sind göttlich geführt. Das ist Schicksal. Das ist Bestimmung. Das steht in deinem Seelenplan. Und durch deine neugeborene Bereitschaft, dein Herz der Liebe und unserer Führung zu öffnen, erfährst du göttliche Führung und Unterstützung. Du bist jetzt und in Zukunft beschützt. Du bist beschützt. Daher folge deinem Weg zu deinen glücklichen Resultaten, die du dir wünschst. Also die Engel weisen dich eindeutig auf diesen Richtungswechsel hin. Ja, der Richtungswechsel. Ich drehe sie auch mal so um. Ja, das Bitten. Und jetzt der Richtungswechsel. Du musst dich um 180 Grad drehen und dann machen, tun und springen. Denn du willst und du sollst in deine Freude kommen. Es ist dein Geburtsrecht, ja, dass du geliebt wirst und dass du andere lieben darfst und sollst. Dass du in dein Glück kommst, ist dein Geburtsrecht. Und die Freude ist auch dein Recht auf Geburt. Denn die Freude ist die höchste aller Energien. Sie ist das köstliche Gefühl, dass alles möglich ist. Freude entspringt der Dankbarkeit für die Geschenke, die jeder Augenblick des Lebens bereithält. Freude erlaubt dir, deine gegenwärtigen und zukünftigen Erfahrungen in ihrer höchstmöglichen Form anzuziehen und zu kreieren. Einen Moment. Ich musste gerade noch mal einen Schluck Wasser trinken. Das in meinem Hals kitzelt. Ja, der neue Partner steht hier auch schon. Der wird hier auch eindeutig angezeigt. Der neue Partner, der euch entgegenkommt. Eine zufällige Begegnung ist kein Irrtum. Sie ist von den himmlischen Kräften orchestriert als Katalysator, damit die Dinge in Gang gebracht werden, die deine Gebete Früchte tragen lassen. Achte aufmerksam auf alle neuen Menschen, die von uns gesandt in dein Leben treten.
Du wirst sie durch dein Gefühl der Vertrautheit und Unbeschwertheit erkennen und wissen, dass dir durch diese Personen nur Gutes widerfahren wird. Ja, das sind zum einen die hilfreiche Personen, die euch hier geschickt werden. Ja, diese Ratgeber oder weisen Personen, die euch auch unterstützen sollen in dem, was hier zu tun ist. Es weist hin auf einen neuen Partner für diejenigen von euch, die noch nicht in einer Beziehung sind und die sich sehnlichst einen Partner wünschen. Da ist hier eindeutig der neue Partner angezeigt. Aber es geht auch darum, um alte Lieben, die irgendwann in den Stillstand gekommen sind. Da kann es um alte Seelenpartnerschaften und auch Zwillingsseelen gehen, die hier durch den Richtungswechsel wohlbemerkt vielleicht auch wieder in euer Leben kommen, ja, dass Altes wieder neu belebt werden kann. Eine alte Beziehung wieder aufleben kann und soll und muss auch, weil wenn das so ist, dass da ein Zwillingsmensch ist, dann steht das in deinem Seelenplan, dann ist das verankert. Und wir müssen diesen Weg gehen, der in uns ist. Wir müssen unserem Seelenplan ja folgen. Das hatte ich ja auch eingangs in der Begrüßung gesagt. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Und auch Gott Vater wird immer dafür sorgen, dass alles, was in unserem Seelenplan steht, was unser Schicksal ist, was unsere Bestimmung ist, dass das eingehalten wird. Und da gibt es auch keine Entscheidungsfreiheit des Menschen. Dieser Seelenplan muss eingehalten werden. Auch in allem, was die Zwillingsseele betrifft, sollte ich nochmal ausdrücklich sagen. Was sollte hier von Seiten der Engel noch hinzugefügt werden? Was sollte von Seiten der Engel noch gesagt werden? Ja. Gibt es noch eine Botschaft? Vater? Ja. Okay. Ja. Ah ja. Hier kommt er nochmal. Seelenpartnerschaften, Zwillingsseelenverbindung. Entschuldigung, aber irgendwie mein Hals kitzelt heute. Hier kommt Daniel, der Engel Daniel. Und er sagt dir, ich bin der Engel der Vermählung und ich stehe dir zurzeit zur Seite. Und es kann auch, das hatte ich eingangs auch gesagt, es kann um das höchste Liebesglück gehen. Es kann um Verlobung, Heirat, Hochzeit, Familiengründung hier gehen, dass das genau das Thema ist. Ja, und Daniel steht euch ebenfalls zur Seite und der kam neulich schon mal. In diesem Prozess begleiten auch die Engel, die euch in Beziehung unterstützen. Die sind ganz nah an eurer Seite, damit ihr in euer Glück kommt. Denn schreite beschwingt voran und akzeptiere kein geht nicht. Ja, sage nicht geht nicht, ich kann nicht springen oder ich stecke noch fest. Akzeptiere kein geht nicht, es geht. Und ihr kriegt jegliche Unterstützung und ihr werdet mit Erfolg und in Sicherheit auf der anderen Seite ankommen, wenn ihr springt, wenn ihr dieses Risiko wagt. Das Risiko, was jetzt hier einzugehen gilt. Und du sollst mit wunderbaren Lösungen rechnen. Das sagt dir auch der Engel Mystik. Rechne mit wunderbaren Lösungen. Und dann wird dir gesagt,
In dieser Angelegenheit, ja, mit all deinen Fähigkeiten, deiner Sonnenkraft, die ich heute schon angesprochen habe, da steckt auch die Leidenschaft, ja, dass das in dir auch ein Teil ist, der, ich kann ja auch sehr leidenschaftlich sein, ne? Habe ich immer schon mal darauf hingewiesen, manchmal bin ich richtig leidenschaftlich. Und du darfst auch deine Leidenschaft leben,